Hallo Leute, hier ist eure Lische und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isabel Wert Reitsport. Das ist kein kostenloser Free-to-Play-Titel. Ich selber habe es günstig auf eBay erworben. Falls ihr dieses Spiel auch haben wollt, müsst ihr es euch kaufen. In der Videobeschreibung habe ich euch unten einen Link reingepackt, wo ihr es zum Beispiel kaufen könntet. Aber vergleichen ist immer besser. Vielleicht findet ihr es ja irgendwo günstiger. Und ja, am Sonntag haben wir ein wenig Dressur gemacht. Erfolgreich mit unserer wunderschönen Rappstute. Und heute ist Springen mit Mimosa wieder dran. Ich und Mimosa, wir müssen uns mal ein bisschen, irgendwie müssen wir uns mal hier einspielen, ne? So, Pause, ja, machen wir einfach mal eine Pause heute, dann ist die Form wieder super, ne? So, machen wir mal eine automatische Auswahl. Wir spielen das Ganze. Ich werde jetzt nochmal drauf achten. Ich glaube, Fügsamkeitstraining, das simuliere ich. Ich gucke nochmal. Bei dieser Übung kannst du die Motorik deines Pferdes bestimmen. Ja, machen wir auch einfach. So, okay. Also Mimosa und ich sind noch nicht so ein geübtes Team, aber werden besser. Sagte sie und hatte kaum Gleichgewicht, ne? So, okay. Obwohl die Turniere sind ja wirklich ziemlich erfolgreich mit Mimosa, ne? Wir haben zwar noch keine Platzierung unter den ersten dreien gehabt, aber bis jetzt, ja, wir waren zumindest unter den ersten 10, ne? Wir wurden nicht disqualifiziert. Eigentlich war das ziemlich erfolgreich. Ja, gut, Stange gerissen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Mosa wird wieder mega nervös. Ja, mein Junge. So, das hier, das haben wir gut angeritten. Gleichgewicht. Oh, das war knapp. Da hatte ich schon Sorge, dass ich jetzt runterfalle. Noch einmal hoch und wow. Gut gemacht. Du begreifst schnell. Das war knapp, ne? Hoi, hoi, hoi. Okay, 4 Sterne. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Machen wir direkt das nächste. Das Technikstufe 1, das Training. Jetzt simulieren wir das Ganze. Reite schnell. Doch vergiss nicht. Nein, ich reite schnell und vergesse nicht die Pylonen. Genau. So. Ich finde auch echt klasse in dem Spiel. Das Spiel ist ja jetzt schon was älter, ne? Aber ich kann es immer nur wieder sagen. Dieser Hintergrund ist ganz, ganz großartig gemacht. Ich meine, schaut euch das jetzt mal an, ja? Oh, schaut euch das an. Sieht das nicht herrlich aus? So, hoch Mimosa und runter. Das hat funktioniert. Oh, und dann geben wir wieder Gas. Komm, mein Junge. Eigentlich sind wir doch ein ganz gutes Team. Wir sind zwar noch nicht eingespielt, ne? Aber eigentlich können wir das doch ganz gut machen. So, Tempo wieder drosseln, Hindernis richtig anreiten. Bisschen antreiben. Komm, Mimosa. Hopp, hopp, hopp. Hoch und runter. Sehr gut. Letztens hatte mich jemand angeschrieben, dass sie es lustig findet, dass ich mit den Pixeln rede, als würde mich, ja, also als würde mich Mimosa wirklich verstehen. Und da habe ich nur gesagt, von wegen hier, habt ihr das nicht in manchen Spielen? Zum Beispiel in Star Stable redet ihr da nicht auch mit eurem Pixelhaufen? Einfach so aus Spaß, ne? Und wir haben eine gute Zeit, ne? Du warst schnell und gut. Ja. Was will man mehr? Ja, weiß ich nicht. Wir hatten eine gute Zeit. Das muss jetzt aber gute Punkte geben hier. Yes, 5 Punkte. Na, wenn das nicht gut ist, ne, dann weiß ich auch nicht. So, Pause. Ja gut, machen wir mal eine Pause. Gleichgewichtsübung. Yay. Spielen wir das Ganze nochmal. Wenn du im Sprung das... Ja, ich muss mich jetzt auf mein Gleichgewicht konzentrieren. Also, ne, wie gesagt, die Abonnentin hatte das aus Spaß so gesagt, dass sie es lustig findet, dass ich halt mit Mimosa oder so immer halt spreche. Und tatsächlich reden ja aber auch viele von euch mit den Haustieren. Gut, das ist nochmal was anderes als mit Pixeln, ne? Mit hier so ein Pferdepixelchen. Ah, wow, wow, wow. Oho. Alles gut, Mimosa. Fein, hier hast du das gemacht. Braver Junge. Puh, vielleicht macht sich das Training ja doch bezahlt. Antreiben und hoch und runter. Und Gas geben. Schön. Das war auch gut. Das Hindernis, da hatten wir schon mal unsere Struggles, ne? Da hatten wir schon mal unsere Probleme mit. Na. Gut, das ist jetzt nicht so super. Da wird Mimosa jetzt gleich wieder nervös. Ich weiß nicht, warum wir urplötzlich. Vielleicht habe ich auch so gesehen. Naja, egal. Gas gebe, Gas gebe. Oh, das wird nichts. Na ja, gut, eine Stange gerissen. Das Hindernis, dass ich damit auch immer wieder Probleme habe, ne? Ich muss das mal vernünftig gerade anreiten. Ich sollte die Kurve mal wirklich ordentlich nehmen. Ich glaube, dann haben wir nicht so das Problem. So, perfekt. Das ist schön, das freut mich. So, Tempo zurücknehmen. Antreiben. Komm, hopp, hopp,
Hopp, hoch und runter. Artiger Mimose. Na, das sieht doch schon besonders auf den letzten hätten bloß all meine viel besser aus, oder? Gut, 4 Sterne. Aber ich hatte halt auch echt ein Problem, ne? Ich habe da Probleme gemacht. So, Fügsamkeit. Ich glaube, das war das Training, was so furchtbar war, ne? Gute Reiter müssen wissen, wo die... Oder? War das die Fügsamkeit, die so furchtbar war? Ein Training, das möchte ich gerne simulieren. Da muss ich jetzt mal ganz genau drauf achten. So, genau. Das war das Training jetzt hier. Weil ich darf nämlich nicht über diese Nervositätsanzeige kommen. Jetzt muss ich wieder stehen bleiben. Jetzt wieder anreiten. Ne, da ist, ihr seht es unten rechts, ist so ein Streifen in der Mitte, sag ich mal. Und der darf nicht da drüber gehen. Und das ist unglaublich schwierig bei Mimose, weil sein Name ist eindeutig Programm. Der ist so eine richtige Mimose. So, heute klappt das echt gut mit Mimose. Ich bin begeistert. So, stehen bleiben wieder, ganz ruhig. Und wieder antreiben. Komm, 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 Mimose. Fein, fein. Tempo zurück. Heute läuft echt super, wa? Ich bin begeistert. Vielleicht bringt es wirklich was, die Pferde zu trainieren. Vielleicht... Ja, vielleicht geht das dann wirklich mal zu mal besser. Oh. Eine hervorragende Leistung, finde ich auch. 5 Sterne. Das Training läuft heute richtig gut. Dafür, dass das sogar Fügsamkeit war, ne, war jetzt nicht schlecht für mich, ne? So, machen wir nochmal Gleichgewicht. Ich würde sagen, wir machen heute wieder ein Turnier. Wenn du im Sprung... Ja, wo Isabel wird, ne? So, übrigens, ich hatte euch ja gestern am Sonntag... Ach, vorgestern. Heute ist ja schon Dienstag. In der Dressurfolge gefragt, wie ihr das gerne hättet. Ob ihr das so ein bisschen im Wechsel machen wollt. Das heißt... Zum Beispiel jetzt, ne, dass Dienstags Spring kommt mit Mimosa, Sonntag dann diese Vielseitigkeit aus Geländedressur und Springen und dann wieder am Dienstag dann irgendwie Dressur oder so. Ihr habt gesagt, ja, gerne mal machen, gerne mal testen. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, wir testen das wirklich mal aus. Das heißt, am Sonntag werden wir uns zu dieser Dreierkombination, also Hindernis jetzt ordentlich anreiben. Ordentlich, Mandy. Du willst keine Probleme vor dem Hindernis haben. Antreiben, antreiben, zurücknehmen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yes, das hat gut geklappt, das hat gut geklappt. Dass wir uns am Sonntag mal diese Dreierkombination aus Dressur, Springen und Gelände genau angucken, ne, mit dem Training und so. Da müssen wir wahrscheinlich wieder ein Pferd auswählen. Ne, garantiert. Und, dass wir dann mal gucken, ob wir halt... Achte bitte bloß. Ob wir nur Dressur machen, nur Springen machen oder Dressur und Springen im Wechsel. Oder wenn es natürlich die Dreierkombination gibt, dass man mal Springen, mal Dressur, mal Gelände in einem Paket hätte, glaube ich, dass das sogar viel effektiver wäre, wenn wir das dann immer machen. Da haben wir immer in der Folge nämlich einen guten Mix aus allem, ja. Müssen wir mal... Müssen wir nochmal gucken, ne? So, die Form ist jetzt nicht so super, da ist der Wettkampf wieder... Gut, dann machen wir nochmal eine Pause. Dann geht die Form nochmal hoch. Die Moral ist super. Gleichgewichtsübung wieder. Yay. Wenn du im... Ja, Frau Isabel Wert. So langsam habe ich den Dreh raus. So langsam weiß ich, wie das hier funktioniert. Und so langsam sind ich und Mimosa ein gutes Team. Wir geben uns große Mühe, dass wir es gut hinbekommen. So, das Tempo ist gut. Das Tempo ist nicht mehr gut. Ich reiß jetzt... Oh, ich habe eine Stange gerissen. Naja, gut. Ist jetzt so, Tempo zurücknehmen, Tempo drauf. Oh, das geht in die Hose, das geht in die Hose, ich falle. Eieiei. So viel zu, ja. Achte besonders auf den dein Gleichgewicht. Funktioniert richtig gut, ne? Gut, war meine Schuld, war nicht Mimosas Schuld, ich war schuld. So, Fügsamkeit, das können wir jetzt mal simulieren, ne? Hab ich jetzt keine Lust drauf. Obwohl, letztes Training ganz gut war. So, Techniken, die machen wir nochmal. Reite schnell. Ich reite schnell. Go, Mimosa. Hopp, hopp, hopp. Ein sehr starker und kräftiger Galopp hier. Tempo zurücknehmen. Tempo noch mehr zurücknehmen. Gerade ausrichten. Und Tempo aufnehmen. Wieder zurück. Drosseln. Hoch und runter. So. So, meine Meerschweinchen übrigens meckern gerade ein bisschen im Hintergrund. Ich habe den Fenchel reingetan und ich glaube, da macht einer den anderen den Fenchel gerade streitig. So, Tempo wieder langsam zurücknehmen. Antreiben, antreiben.
Was ich auch cool finde, ist mir vorher gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich so mit mir beschäftigt war, ist, dass er vor den Hindernissen tatsächlich den Kopf manchmal nochmal so hoch nimmt mit vom Ding, nein, ich will nicht, nein, müssen wir das jetzt wirklich machen und so. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, komm, Mimosa. Hopp, hopp, hopp. Starker Galopp hier. So ist fein. Guck mal, fast Bestzeit. Du warst schnell und gut. Was? 3 Sekunden, 4 Sekunden waren wir drunter. Wir kriegen die volle Punktzahl. Yes, das gibt gut Punkte. Schaut euch das an. Gut, ich kriege jetzt, ich könnte noch 2 Punkte mehr bekommen. Wahrscheinlich, wenn ich die Bestzeit wirklich hinbekomme, ne? So, dann haben wir nochmal eine Pause. Und dann haben wir die Motorik. Ich würde sagen, die simulieren wir heute einfach mal. Ja, 4 Punkte im Motorik. Ja, das ist doch cool, ne? So, und dann würde ich sagen, starten wir in den nächsten Wettkampf mit Mimosa. So, okay, wir sind Platz 31 wieder. Es wurden wieder ein paar disqualifiziert. Ich denke, wenn wir unter die ersten 10 kommen, ist super, ne? So, genau, wir starten mit Mimosa. Tempo zurücknehmen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass Mimosa auf Turnieren wesentlich besser zu reiten ist als im Training eigentlich. Ne? So, oh, der Wassergraben. Der hat uns beim letzten Turnier extreme Probleme gemacht. Ich glaube, ich habe mich verweigert. Ja, ich bin verweigert, ne? Boah, das kriege ich schlecht, das Hindernis, das kriege ich schlecht. Boah, wie schief ich springe. Egal, es hat funktioniert. So, Tempo zurücknehmen, Tempo aufnehmen, zurück. Ich reite auch tatsächlich ein bisschen riskanter mit Mimosa hier. Merkt das selber. Aber, was, ich bin begeistert. Guckt euch mal die Anzeige von der Nervosität her an. Feiner Mimosa, fein machst du das. Ganz artiger Junge. So, treiben wir nochmal an. Ja, komm. Fein. Ich bin begeistert. Ja, das wird mal zu mal doch besser. Hier, vor 2 Folgen habe ich noch gesagt, Pferd wechseln überhaupt nicht meins. Und jetzt macht sich das Training bezahlt, meine Lieben. Das Training macht sich bezahlt. Oh, 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 oh. Nein. Verweigerung. Schade. Es war so eine gute Runde. Es war so eine gute Runde. Schade, 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 ne? Ah, ärgerlich. Na komm, Mimosa. Hopp, hopp. Oh, viel zu schnell. Oh, jetzt muss ich nochmal drehen. Na super. Na, das bringt mich ganz schnell zurück. Oh, das Hindernis war so knapp hintereinander, ne? Wie soll ich denn hier richtig anreiten? Guck mal, wie wenig... Also, das war so. Es war meine Schuld. Mimosa konnte nicht mal was dafür. Ich war in einem viel zu hohen Tempo und habe nicht gesehen, dass dahinter noch direkt ein Hindernis kommt. Okay, Platz 9. Im nächsten Durchlauf kann ich das besser machen. Platz 9. Das machen wir. Das schaffen wir. Komm, Mimosa. Nochmal eine Runde. Diesmal besser. Diesmal ohne Verweigerung. Wir schaffen das. Ohne Stange reißen und ohne Verweigerung. Dann bin ich mega stolz auf uns. So, komm. Hopp, hopp. Tempo ein bisschen zurücknehmen. Hoch, runter vom Gleichgewicht. Puh. Wow, 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 wow. Okay, okay. Gerade noch das Tempo einigermaßen gefangen. Gott sei Dank. Tempo nochmal drosseln. So, das Tempo ist... Ja, ja, so ist gut. So ist gut. Hopp und hopp. Sehr gut. So, nächstes Hindernis. Stärker, stärker zurücknehmen. Oh, und runter. Sehr gut, Mimosa. Das läuft doch gut bei uns. So, jetzt langsam anreiten, damit wir gerade aufs Hindernis zukommen. Antreiben. Na, kriege ich es jetzt noch hin? Jetzt habe ich es hinbekommen. Gott sei Dank. Fein. Ich bin begeistert. Heute klappt es mit mir, Mimosa. Wir sind ein gutes Team heute. Zurücknehmen, antreiben, zurück. Hoch und runter. Wie ich mittlerweile schon instinktiv ein bisschen handel. Ich sag was anderes, wie ich drücke. So. Komm, komm. Hoch und runter. So, Tempo. Jetzt hier wieder die doppelte Kombination. Hopp, hopp, oh. Oh Gott, Stange gerissen. Okay, aber egal. Wir kriegen noch... Wir haben keine... Gut, wir haben einen Hindernisfehler. Noch einen. Ah, verdammt. Aber wir haben keine Verweigerung. Diese Kombination hat mir wirklich das Genick gebrochen.
Es war nicht Mimosa schuld. Wir sind aber auf Platz 5. Wir haben es auf den 5. Platz geschafft mit Mimosa. Wir werden immer besser mit Mimosa. Kommt. Wir werden immer besser. Nächstes Mal können wir wirklich versuchen, mal den 3. Platz anzupeilen, oder? Haben wir großartig gemacht. Ich bin begeistert, Mimosa. Hast du schön gemacht. So, ich habe jetzt leider nichts gewonnen. Aber das macht nichts. Ich bin stolz auf mich und Mimosa. Haben wir gut gemacht. So, irgendwas haben wir... Wir haben jetzt 6 bekommen, ne? Wir waren nicht gut genug. Wir haben keinen neuen... Ah doch, jetzt eine Jacke als Kott. Hatten wir letztes Mal schon? Weil die ist ja gar nicht meins von den Farben her, ne? Wir könnten die Mosa ja nochmal ein bisschen blau machen, ne? Wir haben zwar keine Satteldecke, aber wir machen ein bisschen blau. So. Okay. Ich bin mega stolz auf mich und auf Mimosa. Haben wir richtig gut gemacht heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn das ist immer ein ganz schnelles Feedback für mich, ob euch die Folge gefallen hat oder nicht. Und konstruktive Kritik dürft ihr natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Nur dadurch kann ich mich verbessern. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Am Sonntag werden wir dann jetzt halt, ich zeige es euch nochmal, diese Dreierkombination aus Geländereiten, Springreiten und Dressur machen. Ich bin gespannt. Das kommt am Sonntag. Also verpasst auf keinen Fall die Sonntagsfolge. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dahin, eure Licia.